Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash News. Die Ereignisse haben sich wie zu erwarten diese Woche überschlagen. Das neue Clash Mini Update ist da und es ist ultra geil. Außerdem gibt es einen kleinen, aber entscheidenden Bug in Clash Quest, über den ich mit euch reden muss. Wenn euch mein Content gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst natürlich wie immer gerne einen Sub da. Würde mich drüber freuen, teilt auch gerne das Video mit euren Freunden. Wir gehen rein, viel Spaß! Wir fangen natürlich wie immer mit Clash Mini an und sowohl Montag als auch Dienstag gab es einen richtig geilen Sneak Peek und zwar über 2 neue geile Skins. Insgesamt gibt es 3 neue Skins, 2 davon durfte ich euch vorab zeigen, das war einmal der Clown Test und einmal der Magic Archer. Beides extrem coole Skins, einmal Battle Pass Bundle und einmal Crystal Coins. Wenn euch weitere Details zu den Skins interessieren, dann schaut euch einfach die Videos der letzten Woche an. Da findet ihr alles über das Clash Mini Update. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Der nächste Sneak Peek am Mittwoch ging dann um den Expeditionsmodus bzw. den Story-Modus, der im Vorhinein ja immer als Tutorial-Modus abgestempelt wurde, was völliger Blödsinn ist. Das hat nichts mit dem richtigen Tutorial zu tun. Es ist einfach ein Story-Modus, wie bei Clash of Clans auch. Der Sneak Peek war quasi eine Barbarenkönig-Hand, die so einen kleinen Spielzeug-Barbarenkönig hinhält. Und ich durfte dazu natürlich wieder ein Video machen. Ich habe euch das Ganze gezeigt und erklärt. Und es ist echt extremst gut angekommen. Also PvE in Clash Mini mit richtig saftigen Belohnungen. Also es ist wirklich eine Menge, was man da an Belohnungen kriegt. Kam richtig, richtig gut bei euch an. Und Donnerstag war es dann letztendlich soweit. Clash Mini hat sich in die Wartungspause verabschiedet. Kam dann nach kurzer Zeit mit dem krassen Update wieder. Und es gab noch ein paar Veränderungen, die ich euch vorher nicht sagen durfte. Donnerstag war es soweit. Ich konnte euch alles erzählen. Ich musste keine Geheimnisse mehr haben. Und da habe ich die Katze auch aus dem Sack gelassen und habe euch über das neue Skill-Based Leaderboard aufgeklärt. Wie ihr wisst, ist das Leaderboard jetzt ja immer noch massiv verzerrt. Wir können es ja mal kurz einblenden, es ist ja eine Katastrophe. Der erste Platz hat irgendwie 35.000 Trophies, der dritte Platz nur 20.000. Es ist wirklich, ach, hört mal auf, es ist einfach katastrophal und total unrelevant. Also die Leute, die jetzt auf dem Platz 1 bis 5 sind, Digga, die können froh sein, wenn sie nächste Season irgendwo in der Top 100 sind. Nicht weil sie komplett schlecht sind oder sowas, aber weil es einfach dann nicht mehr nur noch um Zeit geht, sondern wirklich um Skill. Und ich weiß sehr, sehr viele Leute, die meiner Meinung nach besser sind als die Leute, die jetzt gerade ganz oben sind. Ohne jetzt Disrespect. Darüber müssen wir uns jetzt aber auch gar nicht mehr beschweren. Ab Montag hat die ganze Leier ein Ende. Da wird nämlich ein vernünftiges Trophy-System eingebaut und zwar vergleichbar mit dem von Clash Royale. In Clash Royale ist es ja so, dass es komplett skill-based ist. Da gibt es eine magische Grenze von irgendwie 8.000 oder 9.000 Trophäen, weiß ich gerade nicht genau, wo dann wohl rein rechnerisch keiner drüber kommt. Ich glaube, es haben schon wenige Leute geschafft, aber rein rechnerisch ist es nicht möglich, außer du gewinnst so viel, dass du auch immer nur mit plus 1 langsam nach oben steigst, bis du da drüber bist. Auf jeden Fall ist es in Clash Mini so, dass 5.000 die magische Obergrenze sind, wonach sich dann alles richtet. Und es kann sein, dass du dann auch mal plus 20 bekommst, minus 30 bekommst. Insgesamt kannst du plus minus 50 bekommen. Jetzt ist es ja so, dass du immer nur plus 5 und wenn du eine Winning Streak hast, dann mal plus 8 bekommst. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Es muss halt skill-based sein. Es muss auf deinen Gegner angepasst sein. Die Trophies müssen irgendwie vernünftig fair verteilt werden. Euch das ganze Trophy-System jetzt ausführlich zu erklären, würde in diesem Video definitiv den Rahmen sprengen. Außerdem habe ich das schon gemacht, schaut gerne mal in dem Video hier oben vorbei. Da habe ich euch das Ganze erklärt. Außerdem zeige ich euch dann die Balance-Changes. Es ist nämlich super, super viel anders geworden. Einiges wurde genervt, ein bisschen was wurde auch gebufft. Und es gab auch 3 Reworks. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die alte Meta funktioniert nämlich so, wie sie jetzt ist, nicht mehr. Außerdem werde ich jetzt auch mehr Deck-Videos hochladen, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, weil jetzt echt einiges funktioniert. Es gibt kaum noch Helden, die unspielbar sind. Deswegen werde ich mit jedem Helden jetzt mal so ein bisschen spielen und euch dann nach und nach die besten Decks zeigen. Ich habe euch schon das beste Skeleton King Deck gezeigt, welches man auch mit einem Barbarenkönig spielen kann. Und heute kam ja schon das beste Monk Deck. Mal gucken, ob morgen auch noch ein Deck-Video kommt. Sonst wahrscheinlich spätestens übermorgen wieder. Gestern war nach langer Zeit mal wieder ein Clash Mini-Turnier, bei dem mehr als nur 20 Leute mitgemacht haben. Das ging ja jetzt die letzten Monate immer weiter runter. Irgendwann hat ja kaum noch einer mitgemacht und dann hat er natürlich keiner mehr Bock. Ist ja so ein Rattenschwanz, je weniger Leute mitmachen, umso weniger Spaß macht das Ganze und dadurch hören natürlich noch mehr Leute auf. Aber gestern waren echt viele am Start und im Finale hieß es Nico gegen Funex, beide aus meinem Clan, aus meinem Team, verwirrt aus unserer Community. Funex hat es am Ende ganz knapp geschafft, Nico zu besiegen.
GG an beide. Ich hoffe auf viele weitere geile Turniere. Ich habe auch richtig Bock und sehe mich auch mal wieder drin. Wie ihr merkt, gab es auf jeden Fall eine Menge zu erzählen über dieses Update. Aber wie ihr ja wisst, nach dem Update ist vor dem Update. Und Vlad hat schon mal einen kleinen Teaser zu Season 5 rausgehauen. Den muss ich euch auch noch eben zeigen. Er hat nämlich getweetet, dass das Update zu Season 5 noch krasser sein soll als das jetzige Update. Und das jetzige Update war ja schon geisteskrank heftig. Aber zu Season 5, das soll wohl nochmal alles, was es bisher gab, in den Schatten stellen. Leider hat das Ganze auch einen kleinen Haken. Und zwar soll Season 5 später kommen. Normalerweise ist die Seasonzeit immer 60 Tage, also ab Montag 60 Tage weiter, wäre dann September. Und Vlad hat gepostet, dass sich das Ganze verzögern kann. Ich bin mal gespannt, was uns Montag, also morgen, der Counter sagt, ob da dann 60 Tage steht oder ob da direkt die verlängerte Zeit steht. Keine Ahnung, 70, 80, 90 Tage, je nachdem, wie lange es dann dauert. Wollte ich euch auf jeden Fall gesagt haben und ich bin super, super hyped auf das nächste Update. Aber erstmal kann ich mit diesem Update sehr, sehr gut leben. Die Meta macht so viel Spaß wie noch nie. Skill-based Ranked-System, was will man mehr, Freunde? Happy. Ich bin einfach nur happy. Und so happy wie die Community von Clash Mini auch ist, umso unhappy ist die Community bei Clash Fest. Da gibt es nämlich einen Mega-Bug, den ich euch gleich noch zeige. Vorher gucken wir uns aber wie immer die beiden Memes an. Da gab es einmal die Wer wird Millionär-Frage. Wie viel AP hat ein Level 1 Tony the Trader? Ich glaube 140, bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr die Antwort wisst, dann lasst gerne mal einen Kommentar da. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es einfach sein. Erste Meme abgehakt. Zweite Frage, was ist unser Lieblingsmodus? Hunt, Rescue or Protect? Ja, sehr, sehr schwierig. Was ist mein Lieblingsmodus? Ich glaube, der Hunt-Modus, der ist geil. Protect nervt ein bisschen. Rescue, na, ist auch ganz okay. Aber ich glaube, Hunt-Modus ist noch am coolsten. Das kommt auch dem normalen Modus ein bisschen am nächsten. Und ihr wisst, ich bin so ein kleiner Gewohnheitsmensch. Ich feiere den normalen Modus natürlich immer noch am meisten. Ich meine, die ganzen Modis, das ist ja jetzt auch kein neues Spiel oder sowas. Oder ich glaube, dass für mich Hunt immer noch der beste Modus ist. Jetzt, wo wir aber die Memes abgehakt haben, kommen wir wohl zu eurem Lieblingssatz im ganzen Spiel. Sidequest complete. Discover more on the next island. Ja, hört sich ja an sich gar nicht so schlimm an. Gut, geht man halt nur zur nächsten Insel. Nur blöd, wenn diese Nachricht auf der allerletzten Insel kommt und man keine Möglichkeit mehr hat, Gold zu farmen. Und so ist es bei sehr vielen Leuten. Es ist halt wirklich total komisch, weird, brainless, Digga. Wie kann das sein? Auf der letzten Insel kommen keine Gold-Side-Quests mehr und man ist einfach, ja, am Arsch. Kann man leider nicht anders sagen. Man hat keine Möglichkeit mehr, Gold zu bekommen, außer natürlich durch die Liga und die Clan-Liga. Aber Digga, es dauert ewig damit. Es ist super viel Gold, was man durch die Gold-Quests bekommt und das kann es eigentlich nicht sein. Leider ist Sommerpause und Bugs werden nicht gefixt. Was haltet ihr davon? Ich finde es echt sehr schade und finde auch, dass da eigentlich was gemacht werden muss, auch wenn Sommerpause ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Und wenn nach der Sommerpause jeder Spieler, keine Ahnung, 50.000 Gold bekommt, der den Bug hatte oder sowas, aber irgendwie muss das ja ausgeglichen werden. Die Leute hören ja irgendwann auf mit dem Game deswegen. Ah, so ärgerlich. Warum müssen die Bugs immer in der Sommerpause kommen? Naja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal sagen. Ich denke mal, ihr werdet davon auch betroffen sein. Zumindest einige von euch. Ich habe komischerweise Glück. Ich bin gerade noch auf der vorletzten Insel und habe noch Goldquests. Mal gucken, wie lange. Das waren sie, die News für diese Woche. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da und auch gerne einen Kommentar. Resonanz und Kritik höre ich immer gerne. Wir sehen uns dann morgen im Livestream auf Twitch, wenn wir in die neue Clash Mini Season starten. Es wird ultra, ultra geil. Ich mache den Star Exchange, sammle meine Belohnungen ein von dem Expeditionsmodus und vieles, vieles mehr. Es wird echt heftig. Schaut gerne vorbei. Ich denke mal so 17, 18 Uhr. Ich werde es nochmal ankündigen. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.